Aber ja, also ich habe mir heute den Doppelpass reingezogen, wo ich ehrlicherweise sagen muss, sorry, dass ich das sage, ich hoffe, keiner von Sport 1 guckt zu, aber das ist konstruktive Kritik, ich meine es nicht böse, Jungs und Mädels, ne? Können mich trotzdem gerne nochmal einladen, ich hoffe, wir machen das nochmal. Aber ich fand die Doppelpassrunde heute überhaupt nicht gut. Also sorry, aber das war absolut gar nichts. Also wofür mache ich eine Talkrunde, wenn alle Anwesenden neben Brazzo sagen, ja, da hast du recht, Hasan Salihamidžić, du bist der Beste. Also fand ich unfassbar unangenehm. Ich verstehe das alles, ne? Also ich habe ja heute auch darüber getweetet. Und da haben mich auch viele Leute falsch verstanden. Da muss ich aber auch sagen, da habe ich den Scheiße verfasst. Ich kann das an sich komplett nachvollziehen. Es ist ein komplett normaler Prozess, dass man sich, wenn man mit dem Trainer nicht so zu 100% zufrieden ist, dass man sich währenddessen in diesem Prozess schon mit einem Nachfolger beschäftigt. Das ist vollkommen normal. Aber, das ist mein großer Punkt. Junge, du kannst das doch nicht gut reden, auch wenn das durch einen Leak passiert ist, für den der FC Bayern München wahrscheinlich per se nicht mal selber was kann. Aber du kannst es doch nicht gut reden, dass dein eigener Trainer aus den Medien erfährt, dass er durch Tuchel beerbt wird und dass du als Verein dann 18 Stunden brauchst, um das selber offiziell zu machen. Also du musst du das ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie krass kann man sich öffentlich blamieren, wenn um 22 Uhr am Abend rauskommt, dass Tuchel auf Nagelsmann folgt und der Verein bis zum nächsten Tag um 15, 16 Uhr schweigt? Also das ist schon hart. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich verstehe auch, das hat Brazzo ja auch im Doppelpass gesagt, das Argument zu sagen, ja, das ist eine Information, die wollten wir Julian nicht am Telefon mitteilen, die wollten wir ihm privat mitteilen. Das zählt für mich nicht, wenn man im gleichen Atemzug sagt, ja, nachdem wir uns mit Tuchel geeinigt haben, habe ich direkt Julian Nagelsmann angerufen. Ja, hä, dann hast du es ihm ja doch am Telefon mitgeteilt. Also was denn jetzt? Warum lässt du den Mann dann wirklich wie einen geschlagenen Hund am nächsten Tag um 15 Uhr zur Geschäftsstelle fahren, um das dann erst offiziell zu machen? Also, mir tut Nagelsmann einfach extremst leid, weil ich finde, persönlich, und ich habe gar kein Interesse an Nagelsmann und gar kein Interesse an Bayern, das ist mir alles echt egal. Aber ich finde, so geht man mit Menschen nicht um. Ohne Spaß. Ich finde, so geht man mit Menschen nicht um. Wenn man 1% Respekt vor der Arbeit eines Menschen hat, dann geht man anders mit einem um. Finde ich. Egal, ob dann Leak ist oder nicht. Und selbst wenn das durchsickert, was immer mal passieren kann, davon lebt ja dieses Geschäft, dass Leute diese Transfer-News verbreiten und so weiter und so fort. Und es kann ja sogar sein, dass das aus diesem Tuchel-Umfeld kam oder aus dem Zahavi-Umfeld. Das kann alles sein, dass Bayern da nichts für kann. Das kann alles komplett sein. Aber dann muss ich die Eier in der Hose haben und nachts um 23 Uhr, selbst wenn es um 24 Uhr ist, muss ich sagen, Julian, sorry, aber hol dir einen Red Bull. Pack dir einen rein, wir treffen uns jetzt, wir müssen jetzt wirklich mal unter Männern reden, weil da können wir nicht bis zum nächsten Tag um 15 Uhr warten. Und selbst wenn du dann nachts um 3 Uhr noch ein Pressestatement raushaust, aber du kannst nicht 18 Stunden warten. Also ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut. Da musst du dich professioneller verhalten. Und ich, also vor allem in der heutigen Zeit, von Social Media, so schnell wie solche Medien rumgehen, du kannst doch nicht denken, dass du mal eben mit so einer Information kurz 18 Stunden wartest. Das ist ja, was ist denn das für ein Mittelalterdenken? Wir sind an dem Punkt, wo Medien, Informationen so schnell verteilt werden, an dem Tag, wo Nagelsmann entlassen worden ist, habe ich das 20 Minuten später mitbekommen, weil ich gerade mit meiner Freundin gechillt habe. Ich habe es 20 Minuten später mitbekommen und ich hatte mein Handy nicht in der Hand. Und ich habe 25 Minuten, nachdem alle anderen das schon gepostet haben, habe ich es erst gepostet und mir haben Leute darunter geschrieben, ob ich Internet Explorer benutze. Also mal zum Vergleich, wie schnell sowas mittlerweile geht. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, ich verstehe, der Nagelsmann war im Urlaub, der war Skifahren, aber dann muss man sagen, auch wenn das in dem Moment unangenehm ist und ich kann verstehen, dass man sowas nicht übers Telefon klären möchte, aber wenn die Information durchbricht in die Öffentlichkeit und sich schon die ganze Welt das Maul darüber zerreißt, Bruder, da musst du zur Not auch in den sauren Apfel beißen und dich nachts um 0 Uhr hinsetzen und einen Skype-Call oder einen Discord-Call oder einen FaceTime-Call machen, face-to-face und das dann da besprechen, wenn du den gerade persönlich nicht treffen kannst. Ich finde, es ist ein absolutes Unding, da 18 Stunden zu warten und da einfach erstmal darauf zu warten, dass sich jeder in den Medien schon seine eigene Theorie da zusammen schustert. Also ich finde, das hätte man besser über die Bühne bringen müssen. Ja, jetzt so. Und hätten sie es übers Telefon gemacht, hätten sie sich alle darüber beschwert. Nein, das ist mein Punkt. Ich finde, und Hasan Salihamidžić ist in dieser ganzen Nagelsmann-Diskussion wieder so in alte Muster verfallen, weil der Mann einfach wirklich Probleme damit hat, sich öffentlich vernünftig auszudrücken.
Und ich meine es gar nicht böse. Ich weiß nicht, ob das die Sprachbarriere ist. Ne? Der kann ja Deutsch sprechen, aber der hat ja einfach, du merkst ja manchmal, dass es halt einfach manchmal fängt er dann an so zu stottern. Ich habe mittlerweile das Gefühl, immer wenn Hasan Salihamidzic anfängt zu lügen, kommen erstmal 5 M. Es ist so mein Gefühl, Digga. Keine Ahnung, ob es stimmt. Aber wo wäre denn das Problem gewesen? Frag ich mich jetzt. Und natürlich, Nachhinein kann man das immer sagen. Nachhinein ist man immer schlauer. Aber wenn du dich in den Doppelpass da setzt und dann irgendwie durchsickert, dass du anscheinend Nagelsmann übers Handy entlassen hast, in der, so wie ich das euch gerade gesagt habe. Und du dann gefragt wirst, Herr Hasan Salihamidzic, warum haben Sie denn, jetzt meine Theorie, ne, ihr müsst euch das denken, warum haben Sie denn nachts um 2 Uhr dann auf einmal random gepostet, ja, Tuchel beerbt Nagelsmann, und warum haben Sie denn dem Herrn Nagelsmann das übers Handy mitgeteilt? Dann ist doch, dann kannst du doch easy antworten und sagen, ey, pass auf, normalerweise würde ich sowas immer face-to-face machen, aber aus Respekt vor Julian Nagelsmann, dadurch, dass es diesen Leak schon gab, wollte ich ihm das so früh wie möglich mitteilen, weil das einfach dem Menschen Julian Nagelsmann fair gegenüber ist. Der war im Urlaub, wir konnten uns nicht treffen. Wäre der nicht 500 Kilometer von mir weg gewesen, wäre ich da hingefahren. Aber ich wollte das mit dem face-to-face besprechen, weil ich wollte nicht, dass sich ein ganzes Wochenende die deutschen Medien das Maul über den zerreißen, sondern ich wollte halt Klarheit in der Situation haben. Dann wäre das doch durch gewesen, oder bin ich blöd? Also, weil das kann man doch easy rechtfertigen. Oder bin ich, denke ich, das zu kurz? Weil ich hätte so gemacht. Also, wer hätte ich da so einen medialen Druck bekommen? Dann hätte ich eine Nachtschicht geschoben und hätte halt alle Mittel, alle Hebel in Bewegung gesetzt und hätte halt das versucht, dann auch zur Not eben in den sauren Apfel zu beißen und dann irgendwie über Telefon oder so zu klären. Auch wenn das natürlich eigentlich kein Stil ist, bin ich voll bei Brazzo. Aber dann hätte ich es irgendwie versucht, so zu klären, damit du halt einfach den Medien halt nicht dieses, und das ist ja eigentlich das, worüber sich die Leute beschweren, dass du halt einfach, dass es gefühlt alle wissen und alle schon 10-mal bestätigt haben, nur der FC Bayern sind die, die es quasi dann so 20 Stunden oder 18 Stunden später nochmal offiziell machen. Das ist ja so der Main-Punkt. Weißt du, was ich meine? Und ich bleibe dabei, wenn du dir das jetzt alles anguckst, wenn du dir heute auch die Aussagen von Hasan Salihamidzic anguckst, und das macht das Ganze eigentlich noch trauriger. Ich nehme es ihm nicht übel, weil das ist ein branchenüblicher Move, wenn du von deinem aktuellen Cheftrainer nicht mehr überzeugt bist zu 100% und die Möglichkeit hast, eine für dich bessere Lösung zu verpflichten, dann musst du es machen, weil wenn du es nicht machen würdest, dann würdest du deinen Job nicht richtig machen. Aber all das, was wir jetzt gesehen haben, all das, was jetzt heute auch wieder so zwischen den Zeilen zum Verstehen gegeben worden ist, wobei eigentlich teilweise gar nicht mal zwischen den Zeilen, teilweise hat, finde ich, das Hassan irgendwie gefühlt schon so selber zugegeben. Das war keine Entscheidung kontra Nagelsmann, sondern eine Entscheidung pro Tuchel. Also das ist auch das, was ich halt von vornherein vermutet habe. Julian Nagelsmann wird niemals entlassen, wenn es nicht irgendeine Art von Drucksituation gibt, dass du jetzt Tuchel verpflichten musst. Und wenn man halt so den Berichten glaubt, dass der eigentlich schon nach Tottenham, also nach London fliegen wollte, um da mit Tottenham zu verhandeln, glaube ich einfach, dass Bayern da gesagt hat, ja scheiße, das ist jetzt unangenehm, auch für die ganze Nagelsmann-Geschichte, aber wir wollen halt unbedingt Tuchel und wir müssen jetzt all in gehen, weil sonst unterschreibt er jetzt nächste Woche auf einmal bei Tottenham. Also so reime ich mir das zusammen. Ich glaube, es war gar nicht die Entscheidung großartig kontra Nagelsmann, sondern einfach ganz klar pro Tuchel. Genau. Also wäre Tuchel nicht auf dem Markt, dann wäre zu 100% Nagelsmann noch Trainer, bin ich mir ziemlich sicher. Dann würde man sagen, ey Julian, mach die Saison zu Ende, dann setzen wir uns mal im Sommer zusammen, ob das so noch Sinn macht. Aber die Personalie Tuchel hat da so eine Dynamik reingebracht. Und worüber irgendwie gar nicht diskutiert wird und wieso passiert das alles auf einem Donnerstag, obwohl das Spiel 4 Tage vorher war. Weil, glaube ich, wann haben die gespielt? Am Sonntag noch keiner oder die wenigsten, vielleicht gab es Zweifel. Aber nach dem Spiel hat niemand in München gesagt, so, wir entlassen jetzt den Nagelsmann, sondern es wird unter der Woche, das was ich gerade gesagt habe, irgendeine Dynamik reingekommen sein müssen. Wie das jetzt berichtet worden ist, dass Tuchel schon auf dem Weg nach England war und eigentlich bei Tottenham unterschreiben wollte, dass Bayern dann einfach in kürzester Zeit handeln musste. Also da, das glaube ich einfach. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, das sind so komplexe Verträge, die handelst du ja nicht mal eben in 5 Minuten aus. Das ist ja nicht Karrieremodus. Du sagst, ja, ich möchte 50.000 die Woche haben und wenn wir die Champions League gewinnen, verlängert sich mein Vertrag automatisch um ein Jahr. Ja, komm, mach 2 Jahre easy, wir unterschreiben den Wish. Das ist ja ein komplexes Ding. Das unterschreibst du ja nicht mal eben so. Weißt du? Alles in allem eine schwierige Situation und ich sag euch ganz ehrlich, in der Außendarstellung kann man den Bayern definitiv einen Vorwurf machen. Safe Call. Weil das hätte man sauberer über die Bühne bringen können.
aber man darf auch die Dynamik dieses Leaks wirklich nicht außen vor lassen. Bei allem Respekt und auch bei aller Abneigung vielleicht, die wir und auch ich teilweise gegen die Bayern habe, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil die Bayern wären ja auch dämlich. Die haben sich nicht Donnerstagabend gedacht, boah, jetzt nehmen wir mal den Nagelsmann, weil der so ein Pisser ist. Komm, wir hauen ihn jetzt mal richtig in die Pfanne. Das kann ich mir nicht vorstellen.